herum. Frauen, arbeitslos und überflüssig. Sie sind nur halbe Menschen, denn sie haben keinen Penis. Aber was Frauen in der Hose fehlt, hat Gott ihnen in den Fingern gegeben. Sie sind handwerklich nicht unbegabt und so ist es einer Frau nach 6000 Jahren Bastelgeschichte erstmals gelungen, einen Papierpenis im Maßstab 1:4 nachzufalten. You fold it open. Im ausgemergelten Gesicht der Bastelkönigin steht deutlich die Freude, als erste Frau endlich auch mal was für die Evolution getan zu haben. Nicht ohne Stolz demonstriert sie, wie man mit Hilfe des Papierpenises nicht mehr für eine dumme, ordinäre Frau gehalten wird, sondern von einem kultivierten, gebildeten Mann kaum mehr zu unterscheiden ist. Dank des Papierpenises hat sie mit einmal Niveau, viel Geld und eine wunderschöne Wohnung. Und wenn es in weiteren 6000 Jahren einer anderen Frau gelingt, ein Papierhirn zu falten, werden Frauen vielleicht auch noch begreifen, dass man im Wohnzimmer nicht in Weizengläser pinkelt.